Ja, hallo, herzlich willkommen hier zu Fortnite, wie auch immer. Der Alpha One ist mit mir dabei. Wir wollen mal ein bisschen hier rumtesten, ob wir das auf die Reihe geschissen bekommen. Ich denke nicht, weil wir sind Level 1 und zudem kann man hier zumindest über die Homepage, ups, das sitzt mein Stuhl, sagt hier, was ist hier los, kann man irgendwelche tollen Kisten wieder kaufen. Das heißt, die Leute, die hier schön Geld rein investieren, sind natürlich deutlich im Vorteil. Genauso wie die, die schon etwas länger spielen, die einen höheren Level haben und dadurch mehr Erfahrung, bla bla bla. Das kennt man ja. Von daher gehen wir einfach mal irgendwie mitten rein. Ich glaube, du musst auch irgendwie auf Bereit klicken. Unten Ja, rechts. erstmal schönen guten Abend. Ja. Hallo. Und Hi. Wieso hast du eigentlich eine Krone? Aber weil du Babbo bist, ne? ich denke. Du bist der Babbo, deswegen hast du Ich habe Krone. vorhin schon mal ganz kurz eine Runde gespielt gehabt. Geht gar nicht mit dir. Und ich habe auch nicht lange überlebt dann. Das heißt, ich musste meine Maus da so ein bisschen einstellen, weil die mich deutlich zu schnell ist beim Anzoomen. Jetzt muss ich mal gucken, wo machen wir das denn hier? Da. Steuerung, ne? Toll. Hallo. Ich hab null Ahnung. Muss ich den jetzt schon hauen? Nee. Nee, das steht auch da irgendwo, warten auf andere. Ja, schön. Wo kann man hier mal die Mausgeschwindigkeit einstellen? Die Modeinstellung, oder? Ich weiß ja nicht mal, wie ich die Ja. Knarre hier wechseln kann. Kannst du gar nicht, weil du keine hast. Du hast ja unten rechts 1 stehen und da hättest du dann 2, 3 und so weiter, wenn du eine Waffe hast. Aber hast du nicht, weil du bist Level 1, du bist der arme Schlupf. Und hier kannst du eigentlich gar nichts machen. Jetzt geht's praktisch los. Jetzt ist sie plötzlich in so einem Bus drinne. Ja, genau. Und jetzt, wenn du mal M drückst, dann machst du Karte auf, ja? Ja, ich mach Karte auf, Und da ja. können wir jetzt praktisch aussuchen, wo wir abspringen. Wir müssen natürlich einig sein, dass wir auf der gleichen Stelle abspringen, damit wir zusammen sind. Wäre sinnvoll. Ich würde sagen, dass wir bis fast ganz nach oben oder nach Tomato Town. Ja, Tomatentau ist gut, habe ich gewählt. Okay. Und dann muss ich jetzt Leertaste drücken oder was? Ja, genau. Jetzt schon? Ja, was du das schon gemacht hast, ich sehe die gerade nicht. Es springen ja sehr viele ab, das ist blöd. Ich sehe die nicht, verdammt. Nein, das war nicht. Wie war es denn? Ach so. Ah, da bist du ja. Ach da! Nee, jetzt bist du wieder weg. Verdammt. Wir kommen bei mir. Wir werden so gnadenlos sterben. Siehst du unter dir diesen Parkplatz da? Ja, was? Diesen Parkplatz, was das da ist, siehst du den? Ist wieder kein Parkplatz. Ist ein Gebäude mit. Ja, Farbe sehe ich doch nicht, verdammt. Ich sehe ja deinen Namen. Ja, dahin musst du. Du bist jetzt unter dem Garten da irgendwie. Ja, genau. Ich versuche mal zu diesen Gebäuden dazu kommen. Und dann müssen wir schon nicht zusehen, dass wir da irgendwelche Waffen finden, damit wir uns halt eben verteidigen können. Ich habe keinen Plan, was das Ziel des Spiels ist. Also wahrscheinlich natürlich zu überleben als Letzter. Macht Sinn. Wir können hier natürlich auf auch Duos treffen oder auf Vierertruppen. Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Die sind ja gleich schon alle tot. Sind noch 19 Leute da, oder nicht? Jetzt ist Wenn man einer das unten so weniger. liest, mit Gewehr niedergestreckt, den Rest gegeben, niedergeknüppelt, beinahe in die Luft gejagt. Ja, deswegen müssen wir uns beeilen, eine Waffe zu finden und das erstmal irgendwie. Oh oh. So, ich mach mal ein bisschen Tempo hier. Das ist natürlich blöd, da war schon einer mit einer Waffe und du hast natürlich keine Waffe. Ich hänge erstmal eine halbe Stunde Luft rum hier. Oh cool. Ja. Ist natürlich blöd, weil wenn man keine Waffe hat, wie willst du dich da verteidigen? Hier ist eine Mit Kiste. Spitzhacke. Ja, wenn der eine Waffe hat und aus der Ferne schießen kann, dann wirst du mit der Hacke dahin laufen oder was? Jetzt habe ich einen Ballermann. Ich habe echt keinen Plan mehr. Ich komme erstmal Komm zu mal durch die dir. Tür rein. Bist du das? Da bist ja du. Hallo. Hallo. Aber die Maus ist halt einfach echt zu schnell. Ich kann so absolut nicht zielen. Nicht wirklich. Hier ist noch eine Waffe hier rechts. Chef. Hey, geht Ja, komm davon her. los. Bevor da jemand kommt und du den nicht mehr nehmen kannst, dann macht es keinen Sinn mehr. Wo geht das jetzt? Ah, da steht auch da. E drücken. Und hier links ist noch eine. Ne, was Besseres würde ich sagen. Da klopft doch jeder oder bist du das nur alleine? Wenn er noch verklopft, müssen wir den kaputt Alter, machen. Mist. Alter, hau mich. Wer ist denn er? Ja, sie da. Wer ist denn sie? Der Dieter, die allein glaubt, siehst du das denn nicht? Ich Hast du bin mich wieder? kaputt. Ich auch. Das Das meinte weiß ich ich. schon fürs Spiel. Kein großes. Das war jetzt das ganze Spiel. Jetzt kannst du in die Lobby und dann kannst du nochmal versuchen.
Dass man dich nicht erst großartig Krach machen, sodass man sich schön aufmerksam macht, sondern erstmal schön leise Scheiße zusammensammeln und dann gucken. Und dann Krach mal, dann hört man dich doch, dann weiß man, ey, da ist jemand, da schlage ich mich mal an und hau ihn von hinten auf die Fresse, so wie es das gerade passiert ist. Das weiß ich doch nicht, Mensch. Ich spiele das zum ersten Mal. Ja, ich doch auch, aber ist doch reine Logik, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Ist auch egal. So, ach du Scheiße, jetzt sehe ich wie so ein Latinoamerikaner aus. Zurück zur Lobby und wir machen das nächste Spiel. Ich muss erstmal gucken, ob ich irgendwo die Maussensibilität einstellen kann, weil so ist das echt, da bist du mit Macht 12 unterwegs, da triffst du gar nichts. Warum geht das nicht? Hast du gerade. Hast du nicht, oder? Meinst du, das ist. Nee, das ist. Wir haben Sturm draußen und der pfeift immer genau hier in die Hauswand rein. Genau. Was gibt's jetzt so. Ach, man kann das ja sogar mit dem Xbox-Controller spielen. Ah ja, natürlich. Ja, toll, ich spiele die ganze Zeit mit Tastatur und so. Ich auch mit Tastatur und Maus. Wie willst du sonst einen Ego-Shooter spielen? Du kannst hier aber, also in diesen normalen Einstellungen zumindest, kannst du nicht die Maus-Sensibilität einstellen, egal. Ja, vielleicht muss man die trainieren. Vielleicht kann man das in-game machen, dass man dann ein anderes Menü hat. Ich raschel erstmal ein bisschen rum mit meiner Chips-Tüte. Ah, Chips hätte ich auch noch Bock drauf. Naja, wie ihr seht, wir sind die Helden pur. Haben natürlich sehr, sehr krass überlebt jetzt. Das Problem ist natürlich, wie was ich schon sagte vorhin, Leute, die da schon, selbst wenn sie es nur 5 Tage länger spielen als wir, die haben schon mehr den Durchblick als wir. Wir sollten vielleicht irgendwo abspringen, so fast zum Ende hin, dass möglichst wenig mit abspringen, weil man sieht ja, wo andere landen, hast du ja eben gesehen, dass wir erstmal für unter uns sind, dass wir erstmal so ein bisschen klarkommen auf die Steuerung und so, würde ich sagen, oder was meinst du? So, kann man jetzt hier noch irgendwie was machen? Und die sind jetzt alle in meinem Team oder sind die jetzt alle gegeneinander oder nein, wie ist das? Wir jetzt? Sind zusammen in einem Team und spielen gegen den Rest, der da ist. Das heißt, alles, was mir nachher entgegenkommt, praktisch. Ist Feind. Genau. Wo bist du denn da? Ich sammle hier irgendeine Knarre ein. Da gibt's schon Knarren? Ja, ich hab hier so eine Knarre hier. Wo bist du denn? Ich bin hier. Boah! Siehste? Tanz mal für mich! Ich würde die Munition behalten, falls man die Waffe behält, wäre doch geil. Wusste ich gar nicht. Siehste, der spielt das in 2 Minuten und hat schon eine Knarre gefunden, ey. Aber trotzdem nervt das mit der Maussensibilität. Das ist echt, das muss man irgendwo einstellen können, verdammt. Wieso geht das nicht? Einstellung, Spieleinstellung, wie Video, Audio, Steuerung, bla. Ja, Steuerung anpassen. Mausempfindlichkeit, bitte. Danke. Gibt's hier nicht. Nur den dämlichen Controller. Achso, sollte ich vielleicht mal abklemmen? Ist gar nicht angeklemmt. Okay. Wie finde ich das denn jetzt? Fliegen wir schon wieder? Noch nicht. Der startet gleich. Maus. Ach da. Wieso ist denn unter die Mausempfindlichkeit unter Spiel und nicht unter Steuerung? Wollen die mich verarschen oder was? So, mal ein bisschen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich muss erstmal hier, warte. Ich war fast am Ende, würde ich sagen. Ja, wo willst du denn? Willst du in die Moos, die Miere? Ja, genau, ganz unten. Gut, dann geh ich da mal hin. Also versuchen zumindest, ne? Ja. Bist du schon abgehopst, ne? Doch. Wieso bist du jetzt schon abgesprungen? Ich dachte, man muss sofort rausspringen. Ja, dann, wenn du da bist, willst du jetzt ganz hinlaufen? Scheiße. Ja, das kann ja lustig werden jetzt. Du musst doch erst dann abspringen, wenn du da bist. Da weiß ich doch nicht, Mensch. Ich stelle mir das gerade vor, so bei Bund. Oh, Rekrut Alpha. Sie springen Tango Bravo ab. Bang, ist er draußen. Noch unten auf dem Stützpunkt ist er rausgesprungen aus dem stehenden Flugzeug. Keine Ahnung, ich bin aus dem Hippie-Camp gelandet. Zumindest sehe ich dich gerade noch vom Namen her zumindest. Ja, ich sehe dich auch. Ich bin so im Hippie-Camp gelandet mit so einem Bus und so einer alten Festung hier und sowas. Versuch mal irgendwie zu der hin zu schweben. Das ist natürlich blöd, weil hier bist du voll in der Wildnis. Hier ist ja nichts. Hier ist kein Haus, hier ist kein gar nichts. Hier kriegst du keine Waffen. Du bist aber echt noch am Arsch der Welt, wa?
keine Ahnung, ich bin in so einer alten Ruinenburg hier. Ich glaube, ich sehe dich gleich. Hallo. Hier baut irgendeiner ein Haus hin. Ja, mach den kaputt. Das Haus kaputt? Nee, den Typen kaputt machen. Das ist ein Feindmensch. Weiß ich doch nicht, Junge. Ja, alles, was hier ist, ist Feind. Ja, dann hau ich jetzt dein Haus kaputt. So. Wo ist das Opfer? Oh, der hat eine Schrotknarre. Ja, Arsch. Helf mir bloß nicht mit. Boah, der sitzt da. Boah, Alpha, Mann. Der baut hier ganz schön sein Haus, ey. Du kannst... Was heißt hier ganz schön sein Haus? Ich hab die Hauswand da eingerissen. Nein, du sollst doch... Hier steht einer und baut sein Haus, sagst du, und guckst dazu, wie er sein Haus... Alles, was hier rumläuft, ist fein, gleich kaputt machen. Also... Ich konnte nicht an, dass es hier über den Hunger spielen ist hier. Oh, jetzt in die Lobby oder was? Ja, machst du ja, oder was dazu gucken noch eine Stunde jetzt. Weiß ich nicht. Bei Rocket League haben wir auch 250 Stunden gebraucht, bis wir das mal einigermaßen drauf hatten. Also, wir haben nicht mal eine Stunde hier voll. Ich habe bei Rocket League jetzt fast 500 Stunden und hab's gerade so, dass man es einigermaßen sagen kann, dass das ein Spiel ist. Alles toll, jetzt sind wir Black and White, ey, toll. Ja, nice. Das macht ja total Spaß, das Spiel. Also, du kannst auch mit deiner Axt oder was auch immer das ist, Bäume, Steine etc. fällen und kannst dir halt so eine Art Verteidigung selbst aufbauen, also so Häuschen, kannst du Wände bauen und sowas. Habe ich zumindest in bisherigen Videos gesehen. Die Frage bei solchen Spielen ist ja immer, es sind glaube ich immer 100 insgesamt, ne? Oder sind es 99? Egal. Du sagst mir gleich Bescheid, wenn wir abspringen müssen, ja? Ja. Hast du eigentlich die Waffe vorhin behalten, wo du dann im Bus warst, oder war die weg? Nein, das ist eine Übungswaffe. Das rein an, ne? Zum Üben hier. Okay. Alles weg. Ja, dann brauchen wir auch nicht. Du siehst ja F1, F2, F3, F4, da kannst du dann verschiedene Sachen basteln. Oh, da hinten ist der ganz. Und jetzt kommen Feinde. Wenn Feinde kommen, ich würde sagen, wo kommen wir denn? Ja, wo willst du denn hin? Ach, da. Ich würde sagen, Railing Woods ganz oben rechts. Und erst da oben. Dann abspringen, ja. Weil viele werden wahrscheinlich hier bei den Häusern abspringen und so weiter. Und wir können uns versuchen, von außen dann irgendwie durchzuschalten. Aber die jumpen jetzt alle raus, jo. Ja, eben. Ich sag wann. Besser ist das. Und dann halt. Oh, da steht's ja auch. Dann, 17, 16. Bei mir läuft eine Uhr runter. Ja, ist das ja, der eben. Zeitpunkt? Ja, ja. Warte. Habt ihr bereit? 3, 2, 1, jetzt. Noch ein paar andere mit. Richtung Waldschirm, die siehst du ja, ne? Irgendwie so. Ist natürlich erstmal, muss man rausfinden, wo die meisten Leute hin sind. Oder wo die meistens abspringen. Ich würde behaupten, dass die meisten halt immer da irgendwo abhopsen, wo das Gebäude sind. Weil sie da halt die Waffen finden und was, ne? Wir springen jetzt in den Wald, oder was? War mein Plan. Wo bist du jetzt? Du bist da unten. Wieso bist du denn da unten? Ich schiebe, wenn du Leertaste drückst, kannst du so einen Gleiter auspacken, weißt du, ne? Ja, weiß ich. Ja, dann Richtung Wald schweben. Oder vielleicht noch vorne links, dem, hier, was ist denn das? Wenn du auf dem Kompass oben fast 3,45 bist. Was? Auf dem Kompass oben, fast 3,45, stehen da Zahlen. Die Richtung. Was denn? Ach, da oben ist der Kompass, ah! Ja, da siehst du ja dann dieses, was ist das? Diese elektronischen Dinger, darf ich gerade sagen, ja, diese Stromdingers da. Sind das Stromteile, Masten? Das ist natürlich blöd. Man muss gleich echt runter, sich gleich eine Waffe suchen und gleich sofort alles, was man sieht, wegballern. Ohne zu fragen, weil alles, was du siehst und nicht meinen Namen hat, ist Feind. Was ist hier unten hier so? Ja, ja, genau. Halt die alle Ludolf-Halle hier. Genau. Mal gucken, ob da nicht noch jemand anders schon parkt. Ist natürlich die Frage, ob es überhaupt was gibt zu looten halt, ne? Da unten ist eine Kiste zum Beispiel schon mal. Nehmen wir doch.
Guck mal hier was. Gleich mal fokussiert du auch erstmal Premium-Account machen hier, wa? Du kannst die Container auch kaputt machen, dafür kriegst du Stahl. Und ich weiß nicht, was du damit bauen kannst. Irgendwas kannst du damit bauen, wahrscheinlich. Wo bist du? Wir sollten irgendwie so. Hier ist noch eine Kiste hier oben. Denk einfach mal, die kaputt machen, weil die runter vielleicht schon bekommen. Ich würde ja nicht drunter stehen bleiben. Und dann kann ich wahrscheinlich mit F1 jetzt eine Wand bauen. Guck mal einer an. Hier könnte ich jetzt eine Wand bauen. Ach genau, wir können jetzt so Treppen sowas bauen. Deswegen, da kommst du da hoch. Warte, wie war das denn? F3 ist eine Treppe. Und dann machst du hier so. Und wie baut man die denn? So. Oh, weiß ich auch nicht. Baut man so hin, oder? Ach so, da darf nichts im Weg stehen dann. Oder wie? Ja, anscheinend schon. Keine Ahnung. So, hier. Wie kommt der wieder raus? So, okay. Oh. Ah, das ist ein Erste-Hilfe-Kasten nur. Toll. Da willst du den nehmen? Soll ich den nehmen? Ich habe schon 2 Medikits. Ach so. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal einfach, ob wir jetzt hier irgendwie so uns langsam rausschleichen. Und halt, wenn Feinde kommen sollten, du irgendwelche siehst, dann sag nicht links, rechts, dann sag die Zahl, die beim Kompass steht. Weil das bringt mir nichts, wenn du sagst links, rechts. Weil ich weiß nicht, wie du stehst, nicht? Aber wir leben jetzt schon länger als in der ersten Map oder in der zweiten gerade. Kann man das jetzt eigentlich auch die Map aufmachen? Ja. Wir müssen halt aufpassen, weil der Spielradius, ja, stimmt. Warte. Machen wir so. Und dann kannst du auch raufgehen. Der Spielradius wird nach der Zeit auch immer ein bisschen kleiner gemacht. Liegt noch eine Knarre. Wo? Ja, hier bei E. Dann nimm mit. Hast du denn schon eine? Ich hab eine, ja. Dann sag das doch gleich. Jetzt wird da irgendwas kleiner. 56 Leute gibt's noch. Das Auge stürmt für kleiner. Man muss irgendwie auf der Karte gucken. Ich hoffe, das ist nicht farblich markiert, aber ich denke, den Kreis. Das ist der Umkreis hier, dass du dann. Warte mal. Ja, ne? Das ist das weiße Kreisding, oder? Hm, denk mal von aus. Ja, dann lass uns mal Richtung Retail Row gehen. Also nach F4 ungefähr. Und halt. möglichst unauffällig. Hier sind über Berge. Weißt du, was unauffällig ist? Das heißt, geduckt laufen. Wir können auch das Fahrzeug da nehmen, glaube ich. Den Truck. Was soll man mal Truck fahren? Er macht wieder Krach. Jawohl, ein bisschen Holz. Holz kann man immer brauchen. Mhm, Alter, mach doch nicht so einen Krach hier. Macht doch keinen Krach. Was hast du jetzt gemacht? Wie tue ich mit denn? Links STRG. Mhm. Und links Shift ist laufen. Ich vermisse das Hinlegen hier, weil Hinlegen wäre eigentlich auch noch eine Option. Was sind das für bunte Dinger hier, sag mal? Oder soll das Blumenschreuze da? Ach, Blumen soll das darstellen. Weihnachtsdeko. Aha. Ich wundere mich gerade nur, wir finden ja nicht ein Schwein, das finde ich ein bisschen seltsam. Ich habe 30 Schuss. Was hast du im Magazin so umfliegen? 66, 52, 13. Angeber. Da muss ich noch ein bisschen Munition finden. Das heißt, wir müssen irgendwie ein Haus finden. Und das ist natürlich das, wenn man natürlich da jetzt irgendwo in der Wallachie abspringt, hast du halt relativ wenig. Aber ich denke, für uns beiden total blutigen Anfänger hier ist das gar nicht mal so verkehrt, so ein bisschen kennenzulernen, was hier so passiert. Wenn du das sagst? Ja, denke ich doch, oder? Ich hab keinen Plan. Wo bist du denn so? Alter. Da ist auch ein Haus. Warum sagst du denn nichts, Mensch? Das ist doch kein Haus. Ja, was ist das denn sonst? Eine blöde Waldhütte ist das hier. Und das war was drin. Ich sehe das von hier doch schon blinken. Was ist denn da drin? Der Stein. Echt nur Steine? Mhm. Ja, lol.
Ah, du kannst kaputt machen, die Kisten hier. Sammeln wir Holz. Mach doch mal deinen Paarungsruf, vielleicht kommt einer. Nee, ich will mich gar nicht paaren gerade. Wenn wir mich jetzt hier Holz pflücken, da kannst du dir, während du im Gefecht bist, nämlich zwischendurch eine Wand bauen und dann hast du so ein bisschen Deckung. Wir müssen mal kurz gucken, dass wir die richtige Richtung laufen, ja, ne? Wir müssen weiter nach rechts. Also Richtung S, 195. Ich glaube doch richtige Richtung. Wir sollten halt irgendwie so einigermaßen zusammenbleiben. Kann ich die markieren, die Ziele? Weiß ich nicht. Klar, kannst du eine Stecknadel setzen und die Zaubern oben auf dem Dach auf. Hab's gesehen. Aber wir sollten uns auch richtig beeilen jetzt. Guck dir mal den Kreis an, wie klein der wird. Dann sind wir gleich tot. Dann bist du, glaube ich, weg vom Fenster. Ja? Da kommt der Sturm und dann bist du hier Matschepampe. Ja, dann Höhe. Hallo, hopp, ne? Wir hätten uns das Fahrzeug doch nehmen sollen vorhin. Was, das Fahrrad? Das Fahrzeug, da stand noch ein Truck. Sag mal, kann man damit fahren? Ich vermute mal. Toll, die Büsche blinken, weil Weihnachten ist. Siehst du, da hinten, das könnte ein Schutzpunkt von irgendjemandem sein. Genau, direkt vor uns, auf S. Ist natürlich da unten, ist ein Wohnmobil. Kann man es hier runter, ohne dass man abstürzt? Na. Kann man damit fahren? Natürlich nicht. Dann lass uns weiter zu Fuß fahren, sonst sind wir gleich Matsch. Ich stelle mal irgendwo einen Countdown, oder? Der ist da unten links in der Ecke da. Wo ist denn unten links? Unten links steht bei mir nichts. Unter der Karte. Ach, da. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Und nur noch 29 People, die leben. Ist doch gut, dass sie sich alle gegenseitig ausschalten. Wir kommen einfach zum Schluss und ballern den letzten ab. Ich würde das so feiern. Ich auch. Renn nicht zu, guck mal, vor dir ist auch so ein Gebäude. Ist das noch im Dings? Nicht, dass da der Heilige Geist drin wohnt. Wir sind fast drin im Kreis. Irgendwas mit Scope wäre natürlich geil. So Sniper. Weil wenn das jetzt jemand hat und der dir aus der Ferne sieht, dann kriegst du ein zweites Nasenloch, ein drittes vielmehr. Hier ist nix. Ich denke mal, das wird auch alles schon gelootet worden sein. Ah ne, da liegt noch was. Munition finde ich gut. Du musst uns trotzdem beeilen. Sind wir noch nicht im Kreis drin oder was? Ich gehe jetzt gleich schon, noch eine halbe Minute. Ach ja. Jetzt sind wir drin. Läuft. So, jetzt wieder Schleichfahrt. Wo sind die denn alle? Achso, eigentlich habe ich das gar nicht mit dem Finden, weil solange wir sie nicht finden, finden die auch uns nicht. Da haben wir auch Glück gehabt, war es gerade eben. Wo bist du so? Was ist da? Siehst du das? Da steht ein Bullenfahrzeug. Wird nochmal wieder kleiner? Jede Runde. Noch sind wir aber drin. Das ist ja eigentlich sehr viel kleiner geworden. Schleichen. Ach so. Hier liegt er. Warum ist er hier nicht durch? Verbannt. Siehst du was? Ich nicht. Hör auch nichts. Ich sehe auch nichts. Hör nichts. Keine Feindbewegung. Wollen wir über die Brücke oder unten lang? Na, hier ist die Brücke gesperrt. Dann gehen wir unten lang, wa? Unten ja, müssen wir ja. So, jetzt zumindest die Maus schon ein bisschen besser. Die auf die Hälfte der Geschwindigkeit eingestellt von dem, was eingestellt war. Da hinten war, glaube ich, was rechts. Auf N345. Da blinkt doch was. Ach ne, das ist das Schild, was kleiner wird hier. Okay. Mhm. Aber vor uns direkt auf 255, 240 ist irgendwas da an der Treppe. Liegt da. Na, liegt was, ja. Wie kommen wir das da hin, ohne die Beine zu brechen? Ich glaube, hier runter springen, dann machen wir uns den Kopf kürzer, wa? Mal hier so. Okay. Alter, ich bin gerade erschrocken. Oh oh. Hm? Wie kommst du jetzt hier runter, ohne. Na komm, scheiß jemand an. Ach du Scheiße, der Kreis ist auch klein, ne? Ja, deswegen müssen wir ein bisschen beeilen jetzt. Kann man eigentlich mit den Fahrzeugen hier fahren oder nicht? Nein. Nein. Das ist schade.
Noch 15 Leute. Ich würde nicht so auf offenem Feld rumeiern. Ja, wir müssen aber, wir dürfen auch nicht zusammenlaufen. Sonst ist es zu schnell das Ziel. Sehr merkwürdig, dass hier nicht einer rumläuft. Ja, gerade für uns ist das richtig schön als Rookies. Ja. Aber ist doch schön. Können wir ein paar Blumen pflücken. Gebäude voraus. Ja. Das sehe ich gerade nicht. Das ist ein Knast. Keine Bewegung. Da oben bist du. Ich bin bei zwischen Osten und Südosten. Ich finde es komisch, dass hier nicht einer rumläuft. Da wird wohl keiner mehr sein, weil da wird der Radius kleiner. Ich würde behaupten, aber dass die müssen nicht irgendwo sein, die anderen 8. Ich habe bei mir noch 10 stehen. Achso, ja gut, mit uns beiden halt 10, ne? Jawohl, links am Berg vorbei oder rechts am Berg vorbei? Lass sie hinten umzugehen. Also links. 9 oder über. Jetzt wird's gleich wieder kleiner. Ich hoffe, wir kommen da rum, ey. Okay, der Kreis bewegt sich nur ganz langsam. Ich bin ja mal gespannt, ob wir das jetzt warte irgendwie... Warte mal. Doch, ich hätte Schritte gehört. Nein, alles gut. Okay. Und was läuft hier? Ist ja die Frage, wo es läuft. Jetzt sind es noch 6 mit uns beiden. Ist das blöd, dass die Waffe hat natürlich 0 Zoom. Im Fernglas wäre geil. 5 sind über. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht, da links. Wo er die Wände gerade baut. Und oben, von oben kommt auch einer. Gut, hat mir erledigt. Alter, der hat 2 Schuss und ich war doof. Ja, ich bin auch weg. Ja, lass das hier das Ding, wenn, je nachdem, was sie für Waffen haben. Sieht man das? Ne, sieht man natürlich nicht. Oh, Panzerfaustkopia. Ja. Das ist natürlich klar, hast du auf die Entfernung natürlich weitaus bessere Chancen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Es wäre natürlich sehr viel schöner, wenn alle die gleichen Waffen hätten. Kommt auf die Map, jeder hat den gleichen Scheiß und man kann halt Munition finden. Oder halt Werkzeug, um was zu bauen. Aber von der Waffentechnik her müssten alle das gleiche haben, damit alle die gleichen Chancen haben. Sonst, was ist das für ein Scheiß? Aber egal. Das war das erste Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns in einem weiteren Video dann.